Zu Gast beim Diskurskombinat Serhat Karakayali. Er hat über die Geschichte der illegalen Migration promoviert und ist aktiv bei Karnakatak. Hallo und herzlich willkommen zum Diskurskombinat. Das Thema Migration beschäftigt immer wieder die Öffentlichkeit. Eins wird dabei oft vergessen: Während ein Teil der Migrantinnen willkommen geheißen wird, sofern sie sich an die deutsche Mehrheitskultur anpassen, wird ein anderer Teil kriminalisiert und illegalisiert. Über den Zusammenhang von Integration und Illegalisierung will ich heute mit Serhat Karakayali sprechen. Serhat, was ist daran problematisch, wenn von Menschen mit Migrationshintergrund verlangt wird, sie sollten sich in diese Gesellschaft integrieren? Was man an dem Begriff der Integration kritisieren kann, ist, glaube ich, zunächst einmal eben dieses, dass nach 50 Jahren Einwanderung man eigentlich ein Ausländergesetz nach dem anderen formuliert hat. Und dieses Ausländergesetz bestand im Wesentlichen daran, die Leute möglichst an einem regulären und gesicherten Aufenthalt zu hindern. Und dann kommt plötzlich so eine, ja, so eine Integrationsoffensive. Und die besteht eigentlich im Wesentlichen in so einer Art Selbstverständigung der Deutschen darüber, was eigentlich das Deutschsein ist. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass jetzt diese Europäisierung dieses ganze Szenario nochmal verändert hat. Die Geschichte oder die Integration der verschiedenen europäischen Länder zur Europäischen Union in den letzten 25 Jahren hat natürlich dazu beigetragen, dass das Bild sich verändert hat, sowohl des Migranten als auch dessen, der dazugehört, also wer drin ist. Dass die anderen sozusagen nicht mehr nur die Gastarbeiter sind, das waren ja früher auch die Italiener, Portugiesen und Spanier, die sind jetzt Europäer, sondern dass die anderen jetzt ganz klar zu benennen sind als die Muslime zum Beispiel. Ein Teil der Migrantinnen soll sozusagen sich integrieren, soll sich auf gewisse Weise anpassen, also soll versuchen, typisch deutsch zu sein, während es aber einen anderen Teil der Migrantinnen gibt, die man irgendwie hier nicht haben will, wo man sagt, sozusagen, bleibt draußen irgendwie, die werden illegalisiert und kriminalisiert. Warum ist das so? Also wenn man eine Tageszeitung in Deutschland liest, wird man nie eine Geschichte, also oder sehr selten, eine Skandalgeschichte über Illegale lesen, in denen man nicht auch Mitleid mit Illegalen demonstriert. Mir scheint es so zu sein, dass die migrantenfreundlichen Stimmen in diesem Land sozusagen nicht mehr viele Möglichkeiten haben, ein positives Migrantenbild zu finden. Und dann greifen sich sozusagen den Illegalen, den sie zu ihrem Schutzobjekt erklären. Das auch die Mehrheit der Migranten in einem ja, mehr oder weniger entrechteten Zustand verharrt. Ja, also das wird damit eben ausgeblendet. Aber das habe ich nicht ganz verstanden. Warum sozusagen kann man keinen migrantenfreundlichen Diskurs mehr führen über die, die in gewisser Weise deutsche Staatsbürger sind, aber eine andere Herkunft haben? Man kann natürlich Partei ergreifen für die Migranten. Es ist auch so, dass Leute das ja machen. Aber für ganz viele wird es immer schwieriger, das zu machen, weil eben, wenn wir heute Migrant lesen, denken wir eigentlich automatisch Muslim. Und wenn wir Muslim hören, denken wir eigentlich fast automatisch Terrorist, Kopftuch, Burka, Taliban. Und diese Muslimifizierung, Islamisierung des ganzen Migrationsdiskurses macht es viel schwieriger, Partei zu ergreifen. Also man sucht sich jetzt sozusagen die Illegalisierten, um diesen sogenannten Opferdiskurs führen zu können, zu sagen, mit dem müssen wir jetzt irgendwie Mitleid haben. Aber tatsächlich sind diese Leute ja auch in sehr schwierigen Lebenssituationen. Vielleicht könntest du mal sagen, also wer sind die Illegalisierten und was ist ihre Situation? Was für charakteristisch ist für Illegale, ist natürlich, dass sie keinen Aufenthaltsstatus haben. Das bedeutet, möglichst wenig Kontakt mit Behörden zu haben. Wenn man also illegal ist, was macht man? Man versucht, möglichst nicht aufzufallen. Was auch das Problem ist, man kann natürlich nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten. Das heißt, man muss aufpassen, wenn man einen Job hat, wo man den hat, wie man das macht. Viele Leute arbeiten im Haushalt. Wenn man noch Kinder hat, kommt dazu das Problem mit der Schule. Also das ist ein Thema, was ja auch die Behörden und Parlamente und so weiter beschäftigt, nämlich, dass es eine Meldepflicht gibt und dass darüber gestritten wird, wie weit diese Meldepflicht geht. Also Meldepflicht für Schüler, für Lehrer, nämlich Schüler dann zu melden, wenn sie keinen Aufenthaltsstatus haben. Die Europäische Union spielt heutzutage eine immer wichtigere Rolle. Viele Kritiker werfen ihr vor, dass sie so eine sogenannte Festung Europa aufbauen würde. Welche Strategien bestimmen denn deiner Ansicht nach heute die europäische Migrationspolitik? Die Europäische Union ist natürlich nicht nur eine Festung Europa. Was ich kritisieren würde an diesem Begriff Festung Europa ist,
dass damit so getan wird, als sei das Migrationsgeschehen ja, hauptsächlich an dieser Grenze oder an diesen Hotspots zu lokalisieren. Der Großteil aller Migrantinnen und Migranten kommt nicht über die Meerenge von Gibraltar oder von Libyen nach Italien. Der Großteil aller Migrantinnen, die derzeit in Europa leben, sind auf ganz legalem Wege als Touristen oder als eben Gastarbeiter gekommen und deren Nachkommen ebenso. Zum anderen muss man, glaube ich, sehen, dass gerade die Länder wie Spanien, Italien, Griechenland, das sind die Länder, die am stärksten von den Arbeitskräften profitiert haben. Das heißt, die gesamte Landwirtschaft in Griechenland, Italien und in Spanien lebt eigentlich davon, dass Leute dort auf diesen Plantagen arbeiten, die aus Afrika, aus asiatischen Ländern und so weiter kommen. Insofern ist da auch ein gewisses Maß an Verlogenheit dabei, an Propaganda, also daran, dass man so tut, als könne man das kontrollieren, als wolle man das auch kontrollieren. In Wirklichkeit will man die Leute auf den Plantagen sehen. Wofür kämpft denn Kanak-Attack? Vor knapp 10 Jahren haben wir so ein Poster gemacht und hier in der Volksbühne eine Veranstaltung unter dem Titel No Integration, weil wir der Auffassung waren oder es immer noch sind, dass wir gegen diese Zumutung der Integration etwas anderes setzen wollen. Nämlich, dass wir uns hier unsere Rechte nehmen, dass wir die Aufforderung, uns irgendwie zu verhalten, uns richtig, anders, besser zu verhalten, als eine Zumutung empfinden und dass wir das kundtun und auch Leute auffordern, dagegen zu protestieren und gegen die ganzen Integrationskurse, die es jetzt gibt, die ganzen Verknüpfungen von Sozialleistungen und Integrationsleistungen, dass wir gegen diese Sachen uns was überlegen, also dagegen zu protestieren oder dagegen Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind.